Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten Teil von Layers of Fear. So, da sind wir wieder bei der Staffelei. Schön, was wir gemalt haben. Ich denke mal, wir können versuchen. Nein, das ist immer noch zu. Also die Fächer des Schrankes sind noch verschlossen. Ich könnte mir vorstellen, die öffnen sich nach und nach. So, was haben wir hier? Shapeless Dreams. Formlose Träume. Tja, gucken wir mal. Weiter geht's. Mysteriöse Musik. Diesmal spiele ich übrigens tagsüber. Das beugt unerwünschten Herzattacken vor. Ein Fahrstuhl. Es gibt sogar einen Fahrstuhl hier. Wundersam, wie sich die Räume des Hauses ständig verändern. So. Muss ich jetzt die Tür schließen wahrscheinlich? Es geht los. Aha. Gut, dass wir das stockte. Oh. Weder in dem vorherigen noch in dem davor hätte ich anhalten mögen. Ah, das sieht freundlicher aus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber das Haus, das hat ja gigantisch viele Stockwerke. Das kann ja unmöglich alles mir gehören. Abgeschlossen. Was haben wir hier? Nichts. Man möchte offenbar, dass wir geradeaus gehen. Was aber nicht funktioniert. Eigenartig. Aha. Die Tür ist auf einmal auf. Das ist doch das Bild aus dem Eingangsbereich. Ich kann mich doch erinnern. Das hatte ich mir doch genau angeguckt. Genau. Die Frau, der Mann und die beiden Kinder. Mit goldenem Rahmen. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz mit Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Hauttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus ein gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Anne Krankenhaus alles in unserer Macht Stehende getan haben,
um einen möglichst positiven Ausgang für Ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen Ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben Sie ein Recht auf Ihre eigene Meinung und ich kann Ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist Ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation Ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit unter großer Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten. Wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gern Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med. William H. Green. Eine Transplantation also. Könnte dafür sprechen, dass meine Frau in diesem Feuer, welches in dem Haus Kaushof stattfand, verbrannt wurde. Ziemlich schwer sogar. Ja. Ein Schattenspiel, wie ist das möglich? Das sah doch hier vorhin alles anders aus. Und Musik ist auch schon wieder da. Aber nichts Gruseliges. Also ich vermute mal, dass die anderen Türen immer noch nicht aufgehen. Ich gucke sicherheitshalber hier vorne nochmal. Aha. Gut, dass ich geschaut habe. Ah, daher die Musik. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Offensichtlich war sie eine wundervolle Klavierspielerin. Das Bild, das verändert sich doch. Also es hat sich verändert. Gucken wir mal, kommen wir jetzt hier rein? Nein. Da ist der Fahrstuhl. Soll ich mal da hoch? Hier gibt es offensichtlich nichts, was ich mitnehmen kann. Scheinbar ein Engel oder ähnliches. Zumindest eine Person mit Flügeln, glaube ich. Hinten eine Art Sturm. Schwer zu sagen. Hm.
offenbar Herrensachen, würde ich sagen. Nein, ich muss die Treppe hoch. Aha. Ein brennender Dachboden. Wer hat denn da das Feuer angemacht? Können wir da rüberlaufen oder fallen wir da rein? Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass wir da reinfallen. Also im Spiel sind wir zwar bis jetzt noch nicht gestorben. Ich weiß auch nicht, ob das möglich ist, aber lieber nichts riskieren. Gucken wir mal im nächsten Raum. Was sind das für Geräusche? Sind das Stimmen? Oha. Der Schrei eines Babys. Gute Idee gewesen, das Spiel tagsüber anzufassen. Und mieses Wetter draußen. Mieses Wetter. Was haben wir denn hier? Schon wieder lauter Alkohol wahrscheinlich. Wie üblich. Ich frag mich, was mit dem Kind geworden ist. Oder den Kindern. Es waren ja, also auf dem Bild waren ja zwei zu sehen. Ist guter Rat teuer. Also das mit diesen Gemälden, das ist alles schon wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Aber diese Bücherregale, da ist nichts zu holen. Noch nicht, noch nicht. Ich glaube, dieser Schrank war schon auf. Ich war das nicht. Ah, da ist wieder was. Okay. Warning Signs. Warnsignale. Die nun folgende Liste ist eine Aufzählung der am häufigsten auftretenden Symptome der Schizophrenie. Während sie typischerweise zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr diagnostiziert wird, ist es bekannt, dass diese Störung auch ältere Patienten betreffen kann. Merken Sie sich, dass diese Symptome nicht exklusiv nur bei Schizophrenie auftreten können und Sie darum niemals als endgültiger Beweis für das Auftreten dieser Krankheit angeführt werden sollten. Um eine gesicherte Diagnose zu erhalten, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Spezialisten, zum Beispiel Psychologe, Psychiater, konsultieren. Ausdrucksloser Blick, Starren ins Leere. Klammer auf, ja, Klammer zu. Unwillkürliches Zucken der Gesichtsmuskulatur. Ja. Schlaflosigkeit. Nicht bemerkt. Unübliche Gestik und Körperhaltung. Schon immer gehabt. Okay. Unfähigkeit, Freude bei Aktivitäten zu verspüren. Definitiv. Depersonalisation. Was soll das überhaupt bedeuten? Ungeschickte, schwerfällige Bewegungen. Könnte vom Unfall kommen. Anfälligkeit für wütendes, ablehnendes Verhalten. Eher passiv-aggressiv.
Antriebslosigkeit, ja. Suizidale Tendenzen. Ausrufe und Fragezeichen. Offenbar hat da jemand in der Fachliteratur geschmökert, um herauszufinden, ob er schizophren ist. Da war schon wieder ein Schädling, die es ja angeblich nicht geben soll. Ich gehe da hinten mal gucken. Oder hier gucken. Nein, hier komme ich nicht weiter. Okay. Ich denke mal, hier komme ich auch nicht weiter, so dass ich durch diese offene Tür gehen muss. Nichtsdestotrotz. Da hinten, was steht da dran? Make up your mind. Aber da komme ich ja nicht hin. Wir nehmen die andere Tür. Wir haben sie ja ohnehin schon aufgemacht. Dass sich die Türen hinter uns immer schließen müssen, das hat sowas Endgültiges. Also das Kaminfeuer scheint ja hier überall zu brennen. Wiederum nichts. Okay, da könnten wir weitergehen. Wieder eins dieser grauenvollen Bilder. Ein Wahnsinniger. Der was? Hat er ein Kind in der Hand? Und frisst es. Also so würde ich das interpretieren. Ah. Also wenn ich das gemalt habe, dann habe ich wirklich einen an der Waffel. Wieder einige Abzeichen. Also offenbar war ja jemand von uns mal sehr, sehr bekannt oder berühmt. Diese ganzen Orden deuten darauf hin. Also wirklich sehr schöne Stimmung. Schöne Gruselstimmung. So wie in den alten Hammer. Film mit Christopher Lee und Peter Cushing. Nein, die ist nicht zu holen. Reflexion des Feuers, auch sehr schön. Gut. Weiter geht's. Ah! Was war da jetzt passiert? Ist da irgendwas von der Wand gefallen? Wäre ja durchaus denkbar. Nein, das sieht aus wie Holz. Zerschmettertes Holz. Hier ist so ein Stück Möbel. Ach, der ganze Raum ist im Eimer. Oh, guck dir das mal an. Da ist aber einer mächtig sauer gewesen. Ob es da jetzt noch was... Ich wollte gerade sagen, ob es da jetzt noch was zu finden gibt. Offensichtlich. 314. Aha. Wofür ist das? 314. Müssen wir uns das merken? Ich will es mal versuchen. 314. Ich
glaube, das kann ich mir merken. Hier, guck, der frisst doch tatsächlich jemanden. Oh. Hier gibt es nichts Neues. Irgendetwas, was ich mit der Zahlenkombination öffnen kann. Das dort. Das war wahrscheinlich die Kombination für den Safe. Das Problem ist, ich sehe da gar keine Zahlen. Wie funktioniert das? Ist ja wirklich sehr eigenartig. Auch hiermit kann ich so durchklicken. Aha, verstehe. Sind ja nur Zehnerzahlen drauf. 314, ob ich dann die... Wir gucken mal. Ich versuche es mal. Nanu? Okay, so, also. Zwei, drei. Hat er mich jetzt rausgeschmissen? Ah, es ist auf. Habe ich überhaupt die richtige Kombination eingegeben? Ich kann es gar nicht sagen. Wenn, dann war es eigentlich eher Zufall. Sei es wie es sei. Nanu? Hatten wir jetzt was genommen? Wahrscheinlich. Was war es denn? Ein Schlüssel sicherlich. Weil jetzt ist es ja leer. Okay. Gucken wir mal weiter. Also dort könnten wir lang. Was ist das hier? Mir schwant schon wieder Böses.
26. März. Also gut, lass es uns nochmal versuchen. Endlich geschafft, ein bisschen zu spielen, wenn mein ungeschicktes Herumdrücken auf den Tasten wirklich als Spielen durchgeht. Ich will nicht lügen, es macht mich wahnsinnig, meine Finger nicht völlig unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls bin ich prompt von meinem liebevollen Ehemann angeschimpft worden. Der meinte, ich sollte mich ausruhen. Ich weiß, dass er es nur gut meint. Aber wie soll ich jemals gesund werden, wenn ich überhaupt nicht arbeiten soll? Am schlimmsten ist, dass ich schwören könnte, Schnaps in seinem Atem gerochen zu haben. Bitte, lieber Gott, nicht das schon wieder. Also offensichtlich ein Brief meiner Frau. Und das Alkoholproblem scheint auch nichts Neues zu sein. Und dass ich die Flaschensammlungen dort in den Schränken hatte, das muss wohl offenbar zu dem Fall noch nicht der Fall gewesen sein. Zu der Zeit, meine ich. Weil das war ja jetzt nicht mehr zu übersehen, mein Problem. So. So ein Bild drin, aber damit können wir offensichtlich nichts anfangen. Nein. Nichts zum Anschauen oder Mitnehmen. So ein schöner alter Globus. Was kann ich mit dem machen? Drehen offenbar. Aber wohl auch nur in eine Richtung. Ich kann auch nicht erkennen, dass das irgendeine... Nein, ich kann auch in die andere. Aber welche Bewandtnis das haben soll, das weiß ich nicht. Überall die Flaschen. Aber zwei Gläser. Buchstaben, aber nicht zu lesen. Spiegelverkehrt. Oh oh. Muss ich hier durch? Ich denke schon. Wir müssen wohl auf die andere Seite. Jetzt müssten wir die Buchstaben lesen können. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. It cannot be undone. Okay, da steht überall dasselbe. Und hier ist der Globus schon wieder. Scheint derselbe zu sein. Scheint irgendwie alles dasselbe zu sein. Nein, hier steht kein Alkohol auf dem Tisch. Ansonsten eine exakte Spiegelung des anderen Raums. Aha. Höre ich einen Hund bellen? Hat das was mit dem Bild zu tun? Ja, klar.
Und wie höre ich das Stimmen flüstern? Good boy. Die anderen kann ich nicht öffnen. Wahrscheinlich war das Holz das so ein wenig versperrt. Good boy, ob damit der Hund gemeint ist? Der ist ja im Eimer. You want this as well. Du willst es genauso. Was soll das bedeuten? Wieder ein Zeitungsartikel. Ein ehemals großer Künstler. Neues Bild von ... aus Galerien gelacht. Wovon wir heute Zeugen werden, obwohl gänzlich ohne Wert, um es einmal künstlerisch auszudrücken, mag dennoch eine unbezahlbare Fallstudie für Psychologen sein. Diese harschen Worte kamen von niemand Geringerem als Jason Hughes, würde ich aussprechen. Der bekannte Kritiker war einer der ersten, der die Werke von zu schätzen wusste und dessen Lob einst zum spektakulären Durchbruch des Künstlers beigetragen hatte. Danach gefragt, ob solch brutale Kritik, besonders angesichts der jüngsten tragischen Ereignisse, denn angemessen sei, antwortete Hughes: Als Kritiker ist es unsere Pflicht, Kunst zu kritisieren, ohne dabei den Künstler zu bewerten. Der Mann hat in letzter Zeit viel durchmachen müssen. Und er hat dafür offensichtlich einen hohen Preis zahlen müssen. Dennoch, würden wir schweigen und geben wir auch nur andeutungsweise zu verstehen, dass dies auch nur im Entferntesten akzeptabel sei, würden wir dem Künstler damit keinen Gefallen tun. Andere Kritiker waren kaum nachsichtiger als der. Mein Absturz offensichtlich. Das war mein Absturz. Also ich war wohl einst sehr berühmt und danach nicht mehr. Alles wegen des Dilemmas mit meiner Frau und möglicherweise meines eigenen, weil ich vermute mal, dass mein Holzbein, meine Prothese, auch daher rührt. Weil anders kann ich mir meinen schwankenden Gang nicht erklären. Eigenartige Bilder, sehr eigenartig. Was soll das bedeuten? Offenbar kann ich dort nicht weitergehen. Aha. Oh. Also das Spiel schafft es immer wieder, mich so ein bisschen zu schocken, wenn heute auch nicht so ganz extrem. Okay, das Bild ist weg. Nee.
Gibt es nichts zu holen? Offenbar kann ich mir aussuchen, welchen Raum ich wähle. Wir nehmen einfach mal den hier. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Offenbar war das wohl eine der Entscheidungen, die man in diesem Spiel treffen kann. Weil zurückkommen wir bestimmt nicht mehr. Nein. Das Spiel soll ja unterschiedliche Enden haben. Und das war möglicherweise eine der Entscheidungen, die getroffen werden können. Immer noch stürmisch draußen. Der Regen hat aufgehört. Ich frage mich, wen ich da porträtiert habe, wenn ich es war. Unheilschwangere Musik. Ich drehe mich mal einfach nicht um, wollte ich sagen. Aber mir bleibt keine Wahl. Das Geräusch der Tür hatte ich wohl gehört. Oh. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt nochmal besser wissen. Mit einem Kleinkind im Haus. Das ist einfach verantwortungslos. Okay. Also, ein Kind hatten wir zumindest. Sie hat meine Flaschen gefunden. Es waren scheinbar so viele, dass ich sie nicht mehr verstecken konnte. Was war das denn? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in.
folgen mal der Farbspur. Offenbar auch aus meiner düsteren Phase. Sieht aus wie nach dem Atomkrieg. Da ist wieder das Schlafzimmer. Aber das Grammophon steht an einem anderen Platz. Was kann ich hier machen? Dann mal jetzt vielleicht. Nee. Ich weiß nicht, ob ich da Musik anmachen kann. Das lässt sich auch irgendwie nicht so richtig drehen. Vielleicht soll ich ja auch gar keine Musik machen. Aber ich habe immer noch kein Spiegelbild. Hier ist auch nichts zu finden. Moment, vielleicht die Nachttische? Nein, nichts drin. Auf dem Bild kann man nur schlecht etwas erkennen. Ach, hier ist ja die Platte. Vielleicht kann ich es jetzt. Okay, alles klar. Nochmal versuchen. Ups. Was habe ich da angerichtet? Das sieht ja alles mega verkommen aus. Das erinnert mich jetzt schon mittlerweile an Silent Hill. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Wieso zapfe ich mir Blut ab? Ist das jetzt hier so eine Art Traum? Ich meine, vielleicht ist das ja alles ein Traum. Aber ist es hier?
muss ich nochmal drehen. Ich versuche es mal, vielleicht kommt jetzt lustige Musik. Was passiert? Ich glaube, es ist da hinten heller geworden. Ich versuche es mal nochmal. Hat das was gebracht? Prothesendiebe, nimmersatte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Ha? Sollte jemand meine Prothese geklaut haben? Aber wozu? Sehr ominös. Wollen wir mal weiterdrehen? Was gebracht? Hier kann man ja irgendwas anfassen. Ich kann nur nicht sehen, was es ist, weil es einfach so dunkel ist. Sehr eigenartig. Ob wir noch mal drehen? Warte mal, vielleicht. Ah, vielleicht muss ich hier. Warte mal, jetzt vielleicht. Ich hatte das ja vorhin verstellt. Also viel schöner ist es nicht geworden. Das irgendeine Bedeutung hat, kann ich nicht sagen. Komme auch irgendwie nicht weiter. Ich meine zwar eben Stimmen gehört zu haben, aber hier komme ich nicht raus. Ob ich das nochmal kurbeln muss? Was ist jetzt passiert? Versuch's nochmal. Alles wieder zurück. Aha. Ich habe zwar nicht wirklich verstanden, was ich da gemacht habe.
Aber wenn wir jetzt rauskommen, wird's wohl gut sein. Nichts wie weg hier. Ah, da sind wir wieder bei unserer Staffelei. Unser künstlerischer Raum. So. Offenbar sind wir mit den Bildern nicht weitergekommen. Ah, das haben wir gesammelt. Offenbar sammeln wir Erinnerungen an unsere Frau in diesem Buch. Würde ich sagen. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht. Und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidender Künstlerunfug hat jetzt aufzuhören. Meine Frau verliert die Geduld. Nachvollziehbar. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Genau. So ein richtiger Künstler, der trinkt auch mal gern ein. Nein, ist noch alles verschlossen. Okay. Ich glaube, dann gehen wir mal wieder an die Staffelei. Schön, schön. Das Grauen geht weiter. Gut, liebe Freunde, das war's mal wieder für heute. Mir hat es gut gefallen. Schöne, gruselige Stimmung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald. Ciao, ciao.